Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Jessi. Ja, was soll ich sagen? Ich bin happy und aufgeregt, denn heute kam meine Vorbestellung zu dem ab August gültigen Mini-Katalog mit den ja, Herbst- und Winterprodukten mit dem Papier. Und zwar habe ich mir das Designerpapier bestellt, was da heißt. Kleinen Moment. Designerpapier Schneeflockentraum. Und ich sage euch, es ist ein Traum, denn es sind Schneeflocken ohne Ende. Das sind immer jeweils zwei Bögen mit Vorder- und Rückseite bedruckt. Und ja, und wie ihr seht, Flocken, Flocken, Flocken. Ja, das finde ich schön. Ich mag diese, ja, diese Watercolor-Optik. Ja, also ihr seht. Es ist auf jeden Fall für Weihnachten gedacht, mit den vielen Schneeflocken. Dann hoffen wir mal, dass wir auch weiße Weihnacht dieses Jahr bekommen, obwohl man noch gar nicht so richtig dran denken kann, da ja eigentlich noch Sommer ist. Genau, so, das war das Designerpapier. Für Halloween habe ich mir schwarzes Glitzerpapier oder ich glaube, es ist eher eine Folie bestellt. Das ist ja dann doch eher nicht so passend für Weihnachten mit schwarzem Glitzer. Und ja, und für Weihnachtskarten, um vielleicht Schneeflocken oder so auszustanzen, habe ich mir dieses hellblaue Glitzerpapier bestellt. Wie das glitzert. So. Und Glitzer kann man ja, wie gesagt, nie genug haben. habe ich mir noch diesen bunt schimmernden Perlenschmuck bestellt. Seht ihr das? Der glitzert wirklich wunderbar bunt. In allen möglichen Farben. Dann habe ich Accessoires herrlich, no, 1, 2, 3. Accessoires herrlich festlich. Da habt ihr halt hier so ein paar Sterne und ja, ein paar Punkte in den weihnachtlichen Farben. Das sind eher, ja, das sind zauberhafte Schmucksteine. Das ist eher wieder so in die Glitzerrichtung. Dann habe ich hier noch selbstklebende Schneeflocken. Das finde ich ganz gut, weil dann hat man immer nicht so eine Fummelei. Ja, wenn man es verzieren möchte, wenn die alle schon selbst kleben. Die sind aber eher so transparent. Ja, und dann noch die blauen selbstklebenden Schmucksteine. Passt dann auch auf jeden Fall wieder so zu Karten, wo man so mit Schneeflocken oder sowas arbeitet. So. Natürlich habe ich mir auch Stempelsets bestellt. Da fangen wir doch mal im Herbst an. Und zwar heißt das Stempelset Schöner Herbst. Das ist wieder so ein transparentes Set. Und das ist auch schön, weil es dazu die passenden Stanzen gibt. Ja, ich würde sagen, die Stanzengröße ist wirklich so eine Zwischengröße, weil wir hatten ja mal diese ganz kleinen Mini-Stanzen und diese größeren Stanzen wie diese schon. Und ich lege euch die mal daneben, dass ihr einen Eindruck gewinnt von der Größe her. Ja, die sind halt so ein, ja, Mittel. Und das Schöne ist, ihr könnt das hier flächig ausstempeln und oder halt nur die Konturen und könnt die dann passend mit den dazugehörigen Stanzen ausstanzen. Und da könnte man zum Beispiel auch schöne Schüttelkarten mitmachen für den Herbst, ne? Oder überhaupt vielleicht auch so Streudeko oder so. Also das finde ich ganz schön, weil es eine schöne Größe hat und nicht so überdimensional groß ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, eine schöne Idee für den Herbst, denke ich, um auch Geburtstagskarten in der Herbstzeit zu basteln. So, dann ja, habe ich mir noch Stempelsets bestellt. Einmal Wichtelweihnacht, denn ich mag Wichtel total. Die sind einfach so putzig. Das ist ja so ein nicht transparentes Stempelset.
Und ja, das gibt es halt auch in Deutsch. So, dann habe ich weihnachtliche Grüße. Und ich mag das immer, wenn es so ein bisschen Sprüche sind mit so einer Schnörkelschrift. Das finde ich immer total schön. Und ich glaube, hier solche Kreise eignen sich dann auch wieder gut für die Stanzen, um das dann als, ja, als vielleicht auch als Anhänger irgendwo mit drauf zu machen. Also ich glaube, da hat man schöne Möglichkeiten mit diesem Set, weil man halt wirklich mit den Etiketten und sonstigen Handstanzen die Sprüche wirklich schön ausstanzen kann. Ja, dann habe ich noch Eulenfest. Dieses Set eignet sich ja für Halloween sowie auch für Weihnachten. Also ich glaube, das ist dann wohl doch eher Halloween. Aber ich finde das so süß. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ja, und das ist Flight of Fancy. Da muss ich auch mal schauen. Ja, da muss ich mal gucken. Aber irgendwie fand ich es total interessant, mal was damit zu machen und mal schauen. Ja, und dann habe ich noch, das mache ich, stelle das mal zur Seite. Dann habe ich noch dieses Stempelset. Das ist auch so ein Gummistempelset. Und dazu gibt es auch noch die passenden Stanzformen. Und das gibt es halt als Set und ich finde, das ist eigentlich ganz schön, gerade so für ein bisschen festlichere oder edlere Weihnachtskarten. Mag ich diese, die Glöckchen total. Ja, und die Zweige, finde ich, gehen auch immer, da kann man auch schön mal einen Rand an der Karte mitgestalten oder überhaupt so Anhänger so im Hintergrund damit bestempeln. Also ich denke, da werde ich mir auch ein paar einfallen lassen. So, dann habe ich mir noch eine Fähnchenstanze geholt. Ich glaube, die heißt Fähnchen nach Wahl. Da habt ihr die Möglichkeit, so dünne Streifen reinzuschieben und entweder dann diese Form damit auszustanzen oder diese. So, und dann habe ich mir, die habt ihr ja vorhin schon gesehen, diese, Elementstanze mit dem Einmachglas bestellt und dazu noch diese Einmachglas-Plastikkuppeln. Ich zeige euch die mal. Die kommen dann hier so als Bündel an und die sind so, ich mache mal eine ab. Oh, die haben sich aber lieb hier, die rollen gar nicht auseinander. Die sind halt so 3D-mäßig und die könnt ihr hier befüllen und da gibt es verschiedene Varianten. Also das sind halt wirklich schöne Shaker-Karten, die man damit gestalten kann. Und ich habe auch direkt schon was gestaltet und zwar das hier. Ich weiß nicht, seht ihr das? Wartet mal, ich schiebe es mal zur Seite. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das ist hier, habe ich so ein bisschen Pailletten und Glitzer reingemacht und das sieht dann, oder ich hoffe, man sieht es, soll dann aussehen wie eine Vase mit einer Blume drauf. Da mache ich nachher hier oben noch ein Band und dann wird das morgen verschenkt. Und man kann halt wirklich verschiedene Sachen damit machen. Zum Beispiel könnte man das auch mit, mit so Glibber oder irgendwas, so dass das aussieht wie Wasser, also wie eine gefüllte Vase mit Wasser. Also ich glaube, da hat man auch verschiedene Möglichkeiten und ich finde das ganz interessant und ja, ne? Ja, dann habe ich mir noch bestellt, um wieder zu dem Glitzer zurückzukommen, diese Zieranhänger, genau nennen die sich Zieranhänger Glitzerstern, wer hätte das gedacht? Und ja, ich denke, da hat man auch schier unendliche Möglichkeiten, die zu verwenden. Ja, und Flocken waren es noch nicht genügend. Deswegen habe ich mir noch diese Paillettenflöckchen bestellt. Die heißen, Paillettenschneeflöckchen. Und die sind, ich glaube, das sieht man, ne? Dass die so ein bisschen auch glitzern. So perlmuttfarben. Genau. Ja, ich glaube, dann bin ich erstmal durch mit meiner Bestellung und freue mich dann jetzt noch nach dem Video ein bisschen weiter und überlege mir jetzt schon mal, was ich als nächstes damit gestalten könnte und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Tschüss!